Moin Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einer Folge von meiner RCG und heute mit einer sehr wichtigen Folge, unter anderem Hero Pick, 15 Token Winter Wildcard Pick, die ganzen Packs, die es im Store immer gibt, 85 plus, wir haben einen Rang 1 WL Belohnung, wir haben einen 5x84 plus Pack und so weiter und so fort, also wirklich jede Menge. Damit wir das alles mal so ein bisschen nach und nach aufsammeln, heute gibt es nämlich kein Gameplay, auch aus Zeitgründen, weil wir haben genug anderen Content, starten wir mit den Rang 1 Rewards und dann werde ich euch einfach direkt weiter rüber schicken auf den nächsten Tag, dies, das, jenes, werdet ihr sehen. Viel Spaß erstmal mit dem ganzen Zeug und wir hören uns danach nochmal. 10-0 Quali Rewards, endlich mal wieder. Einmal Glück gehabt mit Elvan. Aber ansonsten, nachdem wir zwei Wochen zweimal gechoked haben, beziehungsweise gescammt wurden eher, diese Woche ja auch fast, aber diese Woche haben wir dann doch am Ende das verdiente Spiel mit Glück gewonnen. Hat das überhaupt Sinn ergeben, der Satz? Ich weiß es nicht. Aber wir haben jetzt erstmal tauschbare Sachen, das ist schon mal sehr, 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 sehr gut. Und ziehen natürlich hoffentlich irgendeine Spezialkarte. Ein Best of Winter Wildcard, eine Icon, einen Hero oder einen Toni Kroos, das passt doch perfekt zum heutigen Tag, zum heutigen Video. Querpass Toni im 35k-Pack. Hier wären natürlich noch ein, zwei Karten gut gewesen. Zum Beispiel aus League All, also da war leider nichts mehr mit dabei. Handy-Spielerjubel. Toni kommt natürlich auf die Liste. Dann 50k-Pack. Komm, Special Card. Oh, nee, Süle, ne? Ah, Scheiße. 20k, okay, das hilft uns nicht so viel leider. Ich dachte erst, das ist ein Kracher. Aber der bringt halt nur, das ist halt ein ganz normaler 88er. Bringt der noch was wegen den SBCs? Aktuell auch nicht so, macht nichts. Aber schon, haben wir schon zwei 88er. 100k, komm hier. Gönn. Aber wir hatten zumindest einen Winterbest-of, ne? Immerhin. Und noch einen 89er Casemiro. 10-0 Rewards sind einfach immer so wichtig. Letzte Woche mit 9er Rewards hatten wir einfach nur 83er drin. Militao sogar noch. Der bringt auch nochmal ein bisschen Coins. 11x 81 plus aus den Ligen-SBCs. EA, lass es scheppern. Portugal, ZOM. Gut, sehr gut. Sehr gut. 88er Bernardo. Big, was haben wir sonst noch? Egal, reicht schon. Ein paar 84er noch. Absolut gelohnt. Wir gehen rein in mein 15 Token Winter Wildcard Pick. Eins von fünf. Wir haben ja schon ein paar geöffnet. Die waren so... Naja, mal richtig gut, mal richtig schlecht. Also entweder knallt es hier heute richtig oder es knallt überhaupt nicht. Ich habe mir gerade noch den letzten erspielt in Silberstars. Ich muss jetzt hier noch den einen kurz wiederholen, denn ich kann wieder die benutzen, die ich ja doppelt habe vom Transferstapel. Und dadurch konnte ich dann jetzt schon den machen, plus auch den Kollegen Trippier. Zwei Hätten war noch in der Hinterhand. Das heißt, für den Winter Wildcard Tonali, den ich auf jeden Fall noch machen will, kann ich da noch was machen. Also kann ich den dann nochmal doppelt benutzen und dann mal schauen, was da noch übrig ist. Aber ich hoffe, dass sich das lohnt. Man hätte natürlich auch das 10x 85 plus machen können. Wenn der jetzt nicht gut ist, werden natürlich alle Leute wieder reinschreiben, wie kann man denn so doof sein und den Pick machen. Ihr wisst, wir gehen immer auf das teuerste, was man kriegen kann aus der Promo, Icon Pick, Winter Wildcard Pick. Und das machen wir natürlich auch diesmal. Deswegen, vielleicht haben wir Luck und ziehen einen Mondi, würde ich gerne haben, weil ich habe ja Kroos gemacht. Der wäre auf jeden Fall sehr gut. Oder natürlich Tomori, also wenn dann eine von den beiden Metakarten. Tomori hätte ich lieber, weil wegen Tonali beispielsweise. Deswegen wünsche ich mir Glück. Eins von fünf rein, da auf geht's. Wir kriegen nur Müll. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Werde Kluivert, Hernani, Ismaili. Das ist nur 85er. Und Butler, den wir da wahrscheinlich mitnehmen müssen, der ist ein bisschen vorder. Naja, ich habe mich mental drauf eingestellt.
bin ich ehrlich, war sehr doof. Kostet nur 35k. Immerhin noch ein 89er, kein 87er Chiellini. Ich habe sogar noch schlechtere gesehen. Man kann nicht immer Glück haben, das sage ich euch immer wieder. Naja, wir haben ja noch ein paar andere Packs heute. Zwei seltene 81 Plus. Oh, Once to Watch, oder? Wer ist das? Tchouameni, lol. Das ist ja random. Ja, ich sag ja, wir haben noch ein paar Päckchens. Cool. Passt so groß. Ah, okay, kostet 60. Muss man jetzt auch nicht overhypen. Aber trotzdem, haben oder nicht haben, sage ich immer. Haben oder nicht haben, da habe ich ihn lieber. Ist doch stabil gewesen. Und das 5x4 Plus. Direkt der nächste Franzose. Auf geht's. Nee, hoffen wir zumindest ein Walkout. Modric. Brozovic nur. Das ist gar nicht mal so krasse Bewertung. Immerhin 86er. Aber das haben wir ja praktisch geschenkt bekommen. Deswegen will ich mich da mal nicht beschweren. Wobei das auch nicht gut war persönlich. Das Pack macht nichts. So, und da das noch nicht genug war, schmeißen wir jetzt natürlich noch den Hero Pick hinterher. Mit der Hoffnung, dass wir da zumindest, also wenn ich mir wünschen dürfte, Lucio Bundesliga-Version. Auf jeden Fall einen goldenen. Einen goldenen Hero wäre auf jeden Fall sehr geil. Das 86-Team hatte ich schon fertig gemacht, hatte ich euch jetzt nicht mit in die Folge reingeschnitten. Ich hoffe, da seid ihr nicht sauer. Heute gibt es sowieso genug Packs, genug Content. Wünscht mir Glück. Bitte keinen Bruch. Auf geht's. Was haben wir? Ja. Ich erinnere an die Folge, wenn sich alle wieder aufregen. Oh, Ladi, du hast so viel Packluck. Passiert, da habe ich jetzt persönlich ein bisschen mehr erwartet. Zumindest einen goldenen gehabt, ne? Huch. Ach du Heilige. Wir geben uns ja nicht auf, ne? Machen wir ja nie. Auch nicht an den dunkelsten Stunden unserer RTG, so wie die letzten zwei Wochen in Sachen Packluck. Wir haben wirklich nur Mist gezogen die letzten zwei Wochen. Ich beschwere mich darüber ja eigentlich eher selten, weil ihr seid ja eh immer der Meinung, ich lack immer viel mehr rein als alle anderen. Deswegen möchte ich das auch einfach mal so stehen lassen. Aber die letzten Rang 1 Rewards und so weiter und so fort waren immer sehr bodenlos. Deswegen hatte ich mir jetzt schon heute zumindest ein bisschen besser erhofft, als zweimal gefühlt das Allerschlechteste. Vielleicht ja jetzt. Süle. Super, ich freue mich, Niki, moin. Den kann ich ja mit meinem Winter Wildcard Felix Passlack verlinken. Da freue ich mich aber sehr. Da habe ich wirklich ein absolutes Gurken- dynamisches Duo. Vielen Dank, ihr. Vielen Dank, vielen Dank. Angel die Maria ist bisher immer noch fertig gemacht mit dem Süle doppelt. Hat ein paar Tage gedauert. Aber wir machen so viele SBCs, da muss man sich das auch mal ein bisschen aufteilen. Oxford und die andere neue Karte machen wir auch noch. Da bin ich jetzt nicht so viel drauf eingegangen. Aber den werde ich auch noch mitnehmen. Einfach so ein bisschen nebenbei. Was ein Pack. Zwei Weltmeister und ein Weltmeister an der Theke. Ja, das war dann auch für heute wieder genug Hate gegen die BVB-Spieler. Reicht dann auch. Also, das war gar nicht mal so gut. Ihr habt das schon gemerkt. Und wie soll ich sagen? Ich habe jetzt aktuell dieses Team hier. Toni Kroos habe ich nämlich noch als SBC abgeschlossen. Und ich habe auch Payet abgeschlossen. Da bin ich jetzt gar nicht so wirklich großartig in den letzten Folgen, glaube ich, drauf eingegangen. Payet glaube ich schon noch. Kroos aber glaube ich definitiv nicht. Und ja, das ist gerade so ein gemütliches, untauschbares Team. Mit dem habe ich jetzt ein klein wenig Rivals gespielt. Da gibt es dann wahrscheinlich morgen die Rewards. Vielleicht gibt es auch morgen keine Folge. Ich muss mal schauen. Heute gab es ja dafür schon mal zwei Videos. Dafür habe ich heute viel in eine Folge reingetan, was auch ganz gut ist. Ich zocke jetzt noch Rivals. Ich werde wahrscheinlich, falls ihr es noch am Mittwochabend seht, direkt diese Woche auf Div 2 gehen, weil die Non-Rests sind ja aktuell relativ gefragt durch die Ligen-SBCs. Die mache ich halt auch alle. Vor allem auch Silberspieler teilweise, dies, das, jenes. Und deswegen bin ich so ein bisschen der Meinung, dass Division 2 potenziell besser sein könnte bei Rewards, weil man kriegt dort deutlich mehr Spieler. Wenn ihr euch das hier anschaut,
Bei dem Jumbo Premium Goldschmied kriege ich auch jeweils 24 Karten. Seltene Elektrum kriege ich halt, wie gesagt, auch Silberspieler, irgendwelche bekannten Libertadores, unbekannte Libertadores, die ich halt gebrauchen kann. Und bei Division 1 kriege ich halt in Anführungszeichen nur 200 Carpex, 245er. Finde ich persönlich nicht ganz so spannend. Da kriege ich halt vielleicht ein bisschen SBC-Futter, aber das ist aktuell eh nicht so teuer. Und deswegen werde ich wahrscheinlich mir den einen Sieg jetzt noch holen und dann darauf gehen und ja, euch das dann natürlich in der nächsten Folge zeigen. Ob das dann schon die WL-Rewards sind am Freitag, weiß ich noch nicht so ganz. Schauen wir einfach mal. Das war auf jeden Fall heute eine pickepacke Folge mit absolut Minus-Pack-Luck. Bis auf vielleicht Tchouaméni, aber naja, weiß ich jetzt nicht so ganz, ob wir damit so zufrieden sein können. Macht aber nichts, bin ich sauer drüber, so ist das. Mal hat man Glück, mal hat man Pech. Werden auch wieder Folgen kommen, wo wir extrem reinlacken in diesem Jahr. Spätestens zum Team of the Year, hoffe ich. Und dann hoffe ich, dass euch das Video heute gefallen hat. Lasst gerne wie immer einen fetten Daumen nach oben da. Bleibt gesund, meine Freunde. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Macht's gut, Leute. Haut rein und ciao.